So, Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Ich habe ein bisschen gefarmt, wie ich es versprochen habe. Dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken. Ihr seht, ich habe fast 400 Punkte. Das bedeutet, ich kann eine Karte austauschen. Ehrlich. Zumindest so, wie ich das geplant habe. Ich würde tatsächlich die Pflanze des Abgrunds erstmal rausschmeißen. So, jetzt haben wir hier ordentlich Punkte. Und jetzt will ich von Angriffspunkten mal ein bisschen hochgehen, weil ich habe eingekauft. Den da würde ich mir gern angucken. Im Gegenzug für ein bisschen Kraft kann es ein Monster auf dem Feld des Gegners töten. Genau. Der frisst aber unheimlich viel. Der frisst 350. Jetzt war die Überlegung, entweder ihn zu ersetzen oder wir lassen ihn drin. Dafür haben wir ja jetzt eine mächtige Karte. Und wir gehen wieder runter und schmeißen jetzt hier sowas Schwächliches wieder raus. Und ich habe noch eine Falle gekauft, weil reißender Tribut funktioniert anders als im Original. Das hat nämlich Marco öfter mal gegen mich eingesetzt. Reißender Tribut zerstört nämlich einfach alle Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. Ah, ich kann nur eine Wiedergeburt drin haben. Das ist gut zu wissen. So, und jetzt haben wir nämlich immer noch Kapazität. Und sie brauche ich eigentlich inzwischen auch nicht mehr. Heißt, sie kann ich auch rausschmeißen. Und schmeißt da eher ein mittelmäßiges Monster dafür rein. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn? Wir haben 100, 150 ungefähr an Kosten. Das heißt, ich gehe mal auf Kosten. Ihn könnte ich reinmachen, ihn könnte ich reinmachen. Kann ich mir einen Clown-Zombie nehmen? Nein, der passt wieder um 6 nicht. Ich pack's nicht. Den habe ich nur einmal. Dann nehme ich mir so einen Stolperdrache noch mit rein. So. Warum hat das so lange gedauert, Wheeler? Ich dachte schon, du wärst rausgeflogen. Immer mit der Ruhe, so schnell verliere ich nicht. Seto Kaiba ist auch hier. Das sind die 6 Duellanten. Wer sind die anderen beiden? Noch 5 Minuten. Oh Mann, wir haben es noch soeben geschafft. Oh, gerade noch geschafft. Ryobakura? Du bist hier im Finale? Ich hatte einen späten Start, das war knapp. Ich hatte verschlafen. Fehlt nur noch ein Duelland. In 3 Minuten hebt das Luftschiff ab. Wer da nicht an Bord ist, wird disqualifiziert. Irgendwie habe ich mich bis hierhin durchgeschlagen. Bin so weit gekommen, da werde ich nicht verlieren. Okay, ich kann aber nicht noch eine Runde mit ihm spielen. Auch ich habe mich gehalten. Ich hatte wohl Glück gehabt. Geben wir beide unser Bestes, Wolf. Ein großer Bruder wird das gewinnen, garantiert. Die anderen habt gegen ihn keine Chance. In diesem Turnier werde ich alles gewinnen. Deine Karten und den Titel Duel King. Er ist noch nicht da, Marek Ishtar. Ich frage mich, ob er überhaupt kommt. Letzte Duelland. Ob er es noch rechtzeitig schafft? Da ist es, Wolf. Das Luftschiff ist bestimmt die Bühne. Auf sowas kommt auch nur Seto Kaiba. Das war wirklich knapp. Fast hätten wir die Frist versäumt. Und jetzt sind wir hier im Finale. Wie aufregend. Tut mir leid, wegen der Sache mit dem Verfolger. Er ist einfach so hartnäckig. Zum Dank kannst du diese Karte haben. Einem Gegner eine Karte zu geben ist falsch, aber Cyberharpyo. Danke sehr. Noch 1 Minute. Kommt er denn nicht? Dein Name? Mein Name ist Marek Ishtar. Das ist also Marek Ishtar. Das ist er. Er wird nicht ungeschoren davonkommen. Finalisten, willkommen und herzlichen Glückwunsch. Das Luftschiff ist die Bühne fürs Finale. Schnell an Bord, das Finale möge beginnen. Okay, das heißt, wir sind jetzt im Finale.
Wir geben jetzt die ersten Duellgegner bekannt. Das sind Yugimoto und Ryo Bakura. Was, ich? Okay. Ich kämpfe gegen Ryo. Hey, dieses Match dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Hoffentlich endet es nicht so wie das letzte. Das ist etwas beängstigend. Ryo? Ich habe schon lange auf diese Gelegenheit gewartet. Ich will deinen Millenniumsgegenstand. Du wirst vom Millenniumsring gesteuert. Yugi, zeig mir den anderen Yugi. Ich werde nichts unversucht lassen. Tus, zeig ihn mir. Sieht so aus, als müsste ich mich mit dir duellieren. Ja. Es geht nur mit dir. Der Junge ist zu schwach. Ich werde dich und Marek Ishtar schlagen und mir alle Millenniums-Items aneignen. Ich will aber Gegenstände sein, das bringt mich voll raus. Na komm schon. Schon wieder verloren, aber diese Karte. Es ist Schleifer, Himmelsdrache. Der ist doch eigentlich Slifer, ne? Aber hier ist es Schleifer, der Himmelsdrache. Eine Götterkarte, die nur von Auserwählten gespielt werden kann. Aber du besaßt sie. Aha. Jetzt geben wir die zweite bekannt. Wolf gegen Marek Ishtar. Wolf gegen ihn. Gegen ihn. Wolf, sei vorsichtig. Aber ist das wirklich Marek Ishtar? Was, warum sagst du das, Yugi? Träger von Millenniums-Items erkennen ihresgleiches. Aber es ist nur ein Gefühl. Nur ein Instinkt. Okay, Pseudo-Marek. Bist du zum Duell bereit? Ja. Ich habe zwar nicht gesaved, aber egal. Die Götter werden über dein Schicksal richten. Nein, das ist garantiert nicht der echte Marek Ishtar. Wie kommst du darauf? Sein alter Ego vermittelte eine andere Aura. Von ihm ging ein Gefühl des puren Bösen aus. Bei diesem Duellanten habe ich das Gefühl nicht. Wolf, du wirst meiner Götterkarte zum Opfer fallen. Versuch's doch. So, der wird erstmal in meine Falle rennen. Ja, unsichtbarer Draht. Verkörperung von Apophis verschwindet. Das ist aber eine mächtige Karte. Deswegen klaue ich mir die gerade mal. Ah, direkt in einer Runde fast gekillt. Ja, und mein reißender Tribut zerstört ihn. Aber er hat bestimmt auch einen reißenden Tribut oder irgendwas. Oder er ist einfach besiegt. So, mit maximalem Schaden und mit maximaler Respektlosigkeit mit seinem eigenen Monster getötet. Die Kapazität ist wieder um 30 gestiegen. Wir können wieder bessere Karten reinmachen. Du hast mystische Bestie Serket gekriegt. Ein Opfer 2500 und kostet 290. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, der Narr hat verloren. Die Götter haben mich verlassen, Meister Marek. Was? Was ist mit dem Wetter los? Was geschieht? Was ist das? Die Götterkarte ist erzürnt. Er hat kein Recht auf die Karte. Es war ein Missbrauch. Sehr clever, Yugi. Nabu, du bist in Wirklichkeit Marek Ishtar. Richtig, er war nur eine treue Marionette. Durch ihn getarnt konnte ich dir nahe kommen und deine Freunde mir hörig machen. Du, du hast mehr als schmutzig. Sag, was du willst. In all den Jahren, in denen ich die Welt verfluchte, all der Schmerz, der mir ins Herz eingebrannt ist, all das könnt ihr nicht verstehen. Endlich werde ich alle Götterkarten bekommen und ich werde mich an dir und der Welt rächen können. Meister Marek Ishtar, vergebt mir die Niederlage. Ja. Was? Schaut euch Marek Ishtars Gesichtsausdruck an. Die Feierlichkeiten mögen anfangen. Es folgt eine Darbietung absoluter Zerstörung. Mit den Götterkarten werde ich alles vernichten. Was hältst du davon? Er hat einen Verbündeten verloren. Marek Ishtar, was hat er vor? Ja, er steht jetzt auch ganz abseits. Jetzt geben wir das dritte Duell bekannt. Marek Ishtar gegen Joey Wheeler. Endlich kann ich es mit dem Typen aufnehmen. Marek Ishtar, du bekommst, was du verdienst. Gegen diesen Freak werde ich nicht verlieren. Marek Ishtar ist von seinem eigenen bösen Ich gefangen.
Joey, hüte dich vor dem Schatten auf seiner Seele. Ja, der verliert ja. Gratuliere, dass du meine Kontrolle überwunden hast. Doch ich bin nicht der, der ich einst war. Es gibt keine Schwächen mehr, die du nutzen kannst. Ich befördere dich ins Shadow Realm. Übersetzung on point. Ins Reich der Schatten. Das es ja eigentlich im Original gar nicht gibt, aber ja. Also Fun Fact, ne? Ich muss wieder Kinderträume zerstören. Ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, im Japanischen sterben Leute sehr, sehr häufig im Original. Und weil 4Kids in den USA das nicht gerne zeigen wollte, weil die das als Kinderserie gekauft haben und dann sehr viel nachzensiert haben, die mussten das als Paket nehmen. Also die wollten eine andere Serie haben, haben das als Paket genommen und mussten das dann irgendwie verwursten und wollten das fürs Kinderfernsehen haben gerne. Also haben sie alles, was irgendwie mit Gewalt zu tun hat, rausgeschmissen. Und statt dass Leute jetzt sterben, kommen sie ins Reich der Schatten. Das ist tatsächlich ein Fun Fact. Und Grüße gehen raus an alle YouTuber, die so Videos machen. Wars bla 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 about to defeat. Also war jemand dabei, jemand anderen zu besiegen. Bei dem Duell hier bei Joey, ja, Joey war dabei, Marek zu besiegen. Das war irgendwie der ganze Plot des Duells, dass er fast gewonnen hätte. Und bei anderen Duellen, nein. Also ich weiß nicht, ich finde diese Videos irgendwie ein bisschen komisch. Falls ihr die schon mal gesehen habt. Wenn nicht, guckt sie euch nicht an. Guckt euch lieber mehr von mir an. Glaubst du, solche Drohungen erschrecken mich? Ich werde dich als Betrüger entlarven. Ja. Ah, es ist das Shadow Realm. Es ist das Reich der Schatten. Möge dich im Land der Schatten die Furcht zermalmen. Wheeler! Mike Ishtar, was hast du vor? Mein Ziel, ich hab keins. Ich will alles zerstören. Nur ich werde bleiben. Ups, das wollte ich nicht. Wheeler, dass ihm so etwas passiert ist. Mike Ishtar, damit kommt er nicht davon. Oh je, armer Joey. Körperlich ist alles in Ordnung mit ihm. Aber er ist ins Koma gefallen. Die Ärzte sind verblüfft und ratlos. Joey, wie konnte er nur so enden? Wolf, du musst Mike Ishtar besiegen. Du musst einfach. Weil er im Schattenduell gegen Marek Ishtar verlor, wurde Joeys Seele ins Shadow Realm entführt. Wenn er nicht besiegt wird, bleibt Joey für immer so. Ich habe gehört, dass Joey Wheelands im Koma liegt. Das ist Marek Ishtars finstere Macht. Ich kann leider nicht helfen. Aber Wolf, du wirst sicher gewinnen. Du und Yugi. Okay, hier ist ein Bett. Aber hier kann ich nicht saven. Welche Etage möchtest du? Die erste? Ne, ich will wieder runter. Achso, das ist noch oben. Odion, du. Wer ist da? Ah, du bist's. Du wirst Joey Wheeler folgen. Mach dich auf deinen Untergang gefasst. Noch ein Fun Fact hierzu. In unserer und in der amerikanischen Version hat er ihm, also hat er angedroht, ihn mit dem Stab ins Reich der Schatten zu schicken. In der Originalversion befindet sich am Stab eine Klinge, tatsächlich. Also man kann quasi den Griff des Millenniumsstabs rausziehen, wenn man ihn umdreht, und dann ist das eine Klinge. Und damit wollte er ihn eigentlich umbringen. Ach, ich kann hier auch wieder raus. Okay. Ja, ich entscheide, wann wir das Ding landen. Nicht Kaiba oder irgendwelche Veranstalter. Nein, ich. Weil wenn ich speichern will, dann gehe ich speichern. Okay, das heißt, ich kann doch noch theoretisch abfarmen, wenn ich wollte. Was ich aber, seien wir mal ehrlich, gar nicht will. Ich
Wollte nochmal zurück. Rechts war ja auch noch so ein Weg. Ah, hier geht's weiter. Jetzt geben wir das vierte Match bekannt. Seto Kaiba gegen Mai Valentine. Noch so ein Stück Dreck. Du wirst deine Verachtung für Frauen noch bereuen. Ich werde Marik Ishtar aus dem Rennen werfen. Wheeler, halte durch. Eigentlich hat sie ja auch gegen Ishtar, glaube ich, verloren, ne? Stimmt, Ishizo ist ja jetzt gar nicht dabei. Wir sind für Ishizo ersetzt und eigentlich hat ja Joey in der ersten Runde gegen Odion gekämpft. Yugi gegen Bakura. Kaiba gegen Ishizo. Und Mai gegen Marik. So. Und in der zweiten Runde hat dann Joey gegen Marik gekämpft und verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Yugi hat nicht gegen Kaiba. Die haben dann dieses Dreiecksduell gemacht. Ja, ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alle Götterkarten bekommen. Ich werde Yugi besiegen und Duel King werden. Jemand wie du ist doch nur Zeitvergeudung. Tut mir leid. Joey, tut mir leid. Warum kippt sie um? Er hat doch keine Magie angewendet. Joey, tut mir leid, ich konnte nicht gewinnen. Wolf Yugi, ihr müsst ihn schlagen. Bitte. Du musst Marik Ishtar schlagen. Jetzt sind nur noch wir beide übrig, Wolf. Seto Kaiba und Marik Ishtar. Wenn wir auch spielen, wird es nicht einfach. Aber wir müssen daran glauben. Und bis zum Ende spielen, egal was passiert. Das haben wir versprochen, alle drei. Marik Ishtar, es ist furchtbar. Er hasst alles, gnadenlos. Du musst seinen Missetaten schnell ein Ende bereiten. Ich hoffe, Yugi ist nicht dein nächster Gegner. Wenn ihr zwei aufeinander trefft, gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Wir erreichen bald die letzte Duellphase. In 10 Minuten beginnt sie. Macht euch bereit. Was? Was sind das für Ruinen? Was ist das für ein Turm? Haha, nur herein. Willkommen auf Kaiba Corp Island. Mein Stiefvater legte diese Insel vor vielen Jahren an. Er legte die Insel wahrscheinlich eher das Ding hier. Einst nutzte sie ein Waffenfabrikant. In dieser verlassenen Insel werde ich auf dem Duell Tower den Sieg und den Titel Duell King erringen. Damit werde ich meinen Stiefvater übertreffen. Der Duell Tower steht inmitten von Schutt. Ein passender Grabstein für einen wie dich. Willkommen im Duell Tower. Jetzt kommen wir zum Halbfinale des Battle City Turniers. Vor den vier verbleibenden Duellanten werden nur die ihr Duell in diesem Turm gewinnen, ins Finale auf der Turmspitze gelangen. Fangen wir an. Und das erste Halbfinale wird bestritten von Yugimoto und Wolf. Ah, wir machen jetzt gar kein so ein Vierer-Duell. Spielen wir fair, Wolf. Bist du zum Duell bereit? Ja. Einer von uns muss weiterkommen und Marik besiegen. Um der Seele willen, die Marik Ishtar stahl. Um unserer Freunde willen. Gib dein Bestes, Wolf. Marik. Oh, verräterische Schwerter aktiviert. Ich kann 3 Runden lang nicht angreifen. Und er hat starke Monster. Oh, der wird von der Falle nicht betroffen. Das ist natürlich nicht schön. Schwarzer Feuerdrache, ja. Verräterische Schwerter verlieren ihre Wirkung. Aber wenn ich jetzt nicht ein Monster mit 2000 Angriffspunkten ziehe oder ähnliches, habe ich ein Problem. Ah, da ist eins.
Halleluja. Oh, er hat eins geopfert. Aber es reicht nicht. Sondern den Nyan Nyan auf Wasser ist zu stark. Den hebe ich mir mal auf. Solange ich ihn nicht brauche, werde ich ihn nicht zünden. Ah, verdammt. Na, mach ihn platt. Falle. Ja, Yugis Lebenspunkte gehen runter. Oh, der hätte uns angegriffen. Ah, Rechtsbein der Verbotenen. Ja, das ist Dunkelheit. Das hätte uns besiegen können. Aber ist egal. Oh, er hat keine Monster, die er spielen kann. Ja, dann. Dann haben wir Yugi besiegt. Wir haben schwarzen Magier gekriegt, nicht die Götterkarte. Du bist stark genug, um Marek Ishtar zu besiegen. Nimm diese Götterkarte, damit kannst du Marek Ishtar schlagen. Die will ich aber ehrlich gesagt nicht ins Deck packen. Und die zweite Halbfinalpaarung beginnt. Marek Ishtar gegen Seto Kaiba. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Ich hole mir die Götterkarte, du wirst schon sehen, Marek Ishtar. Ich werde eine würdige Bühne schaffen. Aktiviere das Solid-System. Virtuelle Bühne. In diesem Duell geht es um eine Götterkarte. Als Bühne sollte das Duelist-Kolosseum dienen. Das ist cool, großer Bruder. Niedliche Unterhaltung für Kinder. Marek, deine Götterkarte ist vielleicht ungewöhnlich, aber nichts gegen meinen blauen gegen weißen Drachen. Fufufu, das werden wir ja sehen. Die Götterkarte schickt dich ins Shadow Realm. Wo dein leeres Gerede nutzlos verhallt. Still! Ich werde dich erledigen. Verlass dich drauf. Und ich werde Duelist King. Hätte also mal fusioniert. Was? Ich? So viel zu deinen großen Worten. Auch du wirst im Shadow Realm leiden. Großer Bruder! Das letzte Duell. Yugi gegen Marek Ishtar. Kann ich noch eine Karte ersetzen? Wie viel habe ich denn jetzt? Ja, 70. Theoretisch, ja. Theoretisch könnte ich noch eine schwache Karte austauschen. Dass ich vielleicht noch ein bisschen was Stärkeres reinpacke. Muss ja nicht viel stärker sein, aber zumindest hier den... Vielleicht habe ich noch was Schwächeres als ihn. Den Frosch habe ich noch. Ja, ich glaube, der ist der letzte. Dann packe ich den Frosch raus. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ein bisschen mehr als 100, die ich reinmachen kann. Kann ich natürlich jetzt nichts Weltbewegendes reinschmeißen. Aber noch ein Pinguin. Vielleicht gerade so. Okay. Vor dem Duell will ich aber ein Safe machen, weil das ist mir zu riskant. Ich werde auch wahrscheinlich direkt im Anschluss Refresh der Zerstörer spielen. Reschef der Zerstörer. Das ist das Folgespiel. Bist du bereit zum Duell? Ja. Das ist das Ende. Endlich. In der Welt der Grabwächter. Ich wuchs im Shadow Realm auf. In der ewigen Finsternis, der niemand entkommt. Mein früheres Ich fürchtete, hasste die Finsternis. Doch das war einmal... Jetzt liebe ich sie. Daher soll auf der Welt Finsternis einkehren. Alles Leben hier soll meine Verzweiflung spüren. Wenn du verlierst und die ägyptischen Götterkarten mir gehören, wird das den Untergang dieser Welt bedeuten. Das Shadow-Duell möge seinen Lauf nehmen. Ich besieg dich auch... Oh, nee. Ich möchte gerne. Und ich setze... Ich darf Schleifer, den Himmelsdrachen, nicht benutzen. Oh, das ist eine schlechte Hand. Das ist keine gute Starthand. Zum Glück hat er auch ein sehr schwaches Monster gespielt.
Ja, dann dunkler Feuerdrache. Go. 1000-äugige Einschränken wurde aktiviert. Die Fähigkeiten eines gegnerischen Monsters werden gestohlen, um 2 Stufen stärker zu werden. The fuck? Zum Glück habe ich ein Wassermonster. Antike Lampe wurde aktiviert. Mystischer Djinn der Lampe wird gerufen, wenn ausreichend Platz auf dem Feld ist. Ach du Scheiße, der Kerl will's wissen. Apis Staubwedel wurde aktiviert. Ach, Scheiße, ey. Komm, gib mir. Ja, das ist nicht gut genug. Sein Monster ist zu stark, da funktioniert das nicht. Wolf hat keine LP mehr. Duell verloren. Okay, es scheint aber nicht ganz so schlimm zu sein, dass wir verloren haben. Kommt nicht mal ein Game Over Bildschirm. Wir werden einfach nach Hause teleportiert. Wir müssen nicht mal neu laden und das eine Duell nochmal machen. Okay, ja gut. Aber wir haben unsere Karte verloren, ne? Ja, ich spule hier mal ein bisschen vor. Ja. Nee, das akzeptiere ich nicht. Obwohl, komm, es ist eh das letzte Duell. Was soll's? Haben wir halt die Karte verloren. Na, reißender Tribut. Er ist mit Fallen ausgestattet, der Kerl. Und mit Harpien Staubwedel. Und mit Ryokishin. Okay, zumindest das Vieh haben wir weg. Das ist mir wichtig. Ich muss Ryokishin loswerden. Ich brauche ein Lichtmonster. Das ist per se erstmal nicht verkehrt. Habe jetzt nichts, was ich gerade aktivieren will. Und gib mir reißender Tribut. Ja, ein Lichtmonster ist für den Anfang erstmal okay. Kriegen wir den erstmal weg. So, dann aktivieren wir das. Und holen ihn uns wieder und hauen damit sein anderes Monster kaputt. Ja, und jetzt hat er den. Aber das ist immer noch ein finsternes Monster, also können wir es mit Licht einfach erledigen. Warum auch immer er 1000-äugiges Opfer hat. Und warum das so einen krassen Effekt hat. Ja, der Staubwedel wieder. Bistro-Chef. Aber wir haben immer noch ein Lichtmonster. Dieses Lichtmonster rettet uns den Hintern. Gehen nämlich langsam die Lifepoints aus. Er hat kein Monster mehr. Okay, wir haben ihn besiegt. Die Götterkarte verloren. Warum? Wie? Ich, die Finsternis, alles versinkt in Finsternis. Oh, wir haben den geflügelten Drachen des Ra erworben. Ja. Das Böse ist, in Marek Ishtar hat sich aufgelöst. Wolf, du hast es geschafft. Das war's, Wolf. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und Joey wacht jetzt wahrscheinlich auf. Ja, Joey ist wieder fit. Joey! Yugi, Wolf, bist du wirklich wach, Wheeler? Warum weinst du denn? Stimmt was nicht? Du Idiot. Wir hatten uns solche Sorgen um dich gemacht. Du hattest das Shadow-Duell verloren und bist nicht wieder aufgewacht. Das war's also. Oh, ich hatte gegen Marek verloren. So, und wer ist dann der große Sieger? Wolf. Er gewann das Duellfinale gegen Marek Ishtar. Tatsächlich? Gut gemacht, Wolf. So laut wie du bist, stimmt wohl alles wieder mit dir. Na klar, mir geht's so gut wie eh und je. Bald sind wir in Domino. Fertig zur Landung.
Wie gefällt dir das? Ganz schön eingebildet. Ich hätte es fast vergessen. Mein großer Bruder ist aufgewacht. Danke dir, Wolf. Das hast du gut gemacht, Wolf. Dank dir kann Marek Ishtar seine grausamen Pläne nicht in die Wirklichkeit umsetzen. Kann ich jetzt die Götterkarten zurückbekommen? Ja. Danke. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Das Böse ist aus der Seele meines Bruders gewichen. Das verdanken wir deinem selbstlosen Opfer. Ja, eigentlich hat er die Welt zerstört. Seien wir mal ehrlich. Weil, wenn wir das genau nehmen, hat er mich besiegt. Ja? Also eigentlich müsste Marek die Welt gehören. Nur mal so nebenbei, ne? Facts. Ich habe alles mit eigenen Augen erlebt. Dein Mut und deine Freundschaft vertrieben das Böse aus dem Shadowrun. Nie wieder werden wir dich belästigen. Leb wohl und danke. Danke, Wolf. Ist nicht 100% die Story, aber ist in Ordnung, oder? Hey, danke. Ihr habt mich gerettet, Wolf und Yugi. Keine Ursache. Schließlich hatten wir uns alle angestrengt. Ja, stimmt. Trotzdem war es schön. Der Wettkampf mit allen hat mir echt Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ha, selbst die schlimmsten Ganoven haben keine Chance. Nicht, wenn wir mitmischen. Ha, das geht etwas zu weit, Joey Wheeler. Ja, das sollte dich nicht kümmern, mein Freund. Aber jetzt ist das Turnier vorbei. Also heißt es zurück zur langweiligen alten Schule. Aber wo können... Ja, wir können uns jederzeit zu einem Spiel treffen. Und dann sollten wir uns wie üblich ein Duell liefern. Okay, Joey und Wolf. Ja gut, wir könnten immer noch spielen. Es muss ja nicht heute alles enden. Okay, wir sehen dich in der Schule. Okay, bis später, Yugi und Wolf. Ja, und so endet die Geschichte. Es war doch ein relativ kurzes Spiel, aber das habe ich ja schon befürchtet, dass es relativ schnell endet. Die alten Gameboy-Spiele, die waren nie so super arg lang. Leider. Mein Fazit zu dem Spiel. Am Anfang hatte ich große Probleme mit dem System. Das hat mich erstmal stark frustriert. Es ist sehr viel Farming. Gerade der letzte Kampf, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mich overpowered habe. Aber gerade im letzten Kampf hat man gesehen, dass eigentlich so ein Grundaufpowern auch wirklich nötig ist. Ja. Weil ich hätte noch viel, viel stärkere Karten haben können gegen ihn. Und trotzdem wäre es knapp geworden. Also in dem Sinne war gar nicht mal so einfach. Ich fand das Spiel an sich kurz und knackig. Ich fand es schön gemacht. Ich finde auch so Yu-Gi-Oh! Mit ein bisschen anderen Versionen von Strategien finde ich eigentlich erstmal nicht schlecht. Also, ich hatte unheimlich viel Spaß. Ich kann nicht lesen, was da unten steht. Das soll wahrscheinlich die End sein, aber da fehlt die Hälfte von. Ich kann jetzt auch nicht weiter drücken. Ist das so ein Standard-Endscreen, der einfach nie endet? Ich spule gerade vor. Nee, der endet einfach nicht. Okay. Dann ist das ein endloser Endscreen. Hier geht's dann ab morgen dann wahrscheinlich mit Reshiff der Zerstörer weiter. Ich glaube, das Spielsystem ist ähnlich. Ich glaube aber, das Spiel ist ein klein wenig länger. Das ist der Nachfolgeteil. Mich würde mal interessieren, wie hat's euch gefallen?
Wie fandet ihr diese andere Mechanik? Ich fand sie jetzt erstmal anfangs, wie gesagt, etwas befremdlich, später dann eigentlich ganz cool. Und dieses System mit der Deckkapazität fand ich auch eigentlich ganz cool, weil es dafür sorgt, dass man halt wirklich überlegen muss, dass man ein paar schwache Karten reinmacht oder halt viel farmt. In dem Sinne fand ich das eigentlich schon ganz cool gelöst. Sagt mir da gerne eure Meinung. Ich bedanke mich bei allen, die das Projekt gesehen haben. Ich weiß, es kam bei euch echt gut an. Und ich glaube, wenn wir da noch mehr machen, wird auch noch mehr bei euch gut ankommen. In dem Sinne, lasst mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, nettes Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns alle gemeinsam, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Oder was anderem hier auf dem Kanal. Bis dann, euer Wolf.